kein Opernball natürlich auch ohne Musik. Und schauen Sie sich diese Männer an. Also diese Band wird uns heute durch den Abend tragen, musikalisch. Herzlich willkommen meiner Band hier, Wolfgang Lindner Band. Einen und drei für euch. Gratulation, die Sieger der Runde. Wie viele Stockwerke hat die Wiener Staatsoper? Ja, bitte, Christoph. Fünf. Sechs. Falsch. Sechs, das stimmt, Desiree. Ein Punkt. Welcher Opernballdirektor hat selbst bei der Eröffnung gesungen? Ja. Holländer. Holländer. Das stimmt, Desiree und Alfons. Wieder zwei Punkte für euch. Wie viele Bundespräsidenten haben den Opernball seit 56 eröffnet? Ja. Ich höre dich, Daniel. Sechs. Das ist falsch. Warte. Desiree, Alfons, Christoph, Maria. Wie viele Gops gab es denn alle? Das geht sich mit zwei Händen aus. Zehn. Nein. Kommst du mir noch einmal in diesen wunderschönen Ballsaal. Mein großartiges Rateteam. Vielen Dank. Harry Hohenlohe, Daniel Serafin, Christoph, Maria, Desiree Dreichelstürk, Alfons. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Da wurde ja mit vielen, vielen Punkten nur so um sich geworfen. Und diese Punkte werden umgewandelt in Opernballkarten. Aber zuerst gibt es für euch nämlich was. Und zwar gibt es Orden für Orden? Den Wiener Opernball. Ein Orden ist jetzt schon für nächstes Jahr. Jahr. Ja, schau, er erwartet sich, dass er für den dritten Platz auch noch zum Ritter geschlagen wird. Oder er ist halt doch schon so alt. Ja, ich habe keinen Orden verdient. Dieser Orden gebührt meinen drei Rateteams und Ihnen gebühren die Opernballkarten 2023, denn die vielen, vielen Punkte werden jetzt umgewandelt in Karten für den Wiener Opernball 2023, die Sie gewinnen können. Und ich habe die leise Vermutung, dass es eigentlich wurscht gewesen wäre, wie viele Sektkorken erspielt wurden heute Abend. Aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen zu Hause auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine schöne Ballnacht Ihnen zu Hause und euch vielen Dank fürs Mitspielen. Mein Freund.